Der Vorjahresfinalist auf kurzer Dienstreise, Aue zu Gast im nur 30 Kilometer entfernten Annaberg, für die Veilchen auf dem Papier eine Pflichtaufgabe, aber die Bedingungen auf Kunstrasen eher ungewohnt. Für den Siebtligisten nicht und Annaberg geht das mit viel Courage an. Walter auf Breitfeld, der verpasst nach 39 Minuten nur knapp. Starker Auftritt vom Landesklassevertreter. Aue hingegen bekleckert sich nicht, mit Ruhm ist nach 41 Minuten aber erfolgreich. Sijaric von Fabisch bedient und trocken im Abschluss. 1-0 für die Veilchen. Coach Dotschew zufrieden. Aber die nächste Runde noch lange nicht eingetütet. Annaberg bleibt auch in Hälfte 2 mutig und ärgert die Profis aus Aue. Weiß fehlt nach 53 Minuten nur ein guter halber Meter. Trainer Lars Walter sicher zufriedener, als die Miene verrät. Der Klassenunterschied zeigt sich heute vor allem im Abschluss. Sijaric bedient Jakob und der macht das 2-0. Es ist die Entscheidung nach 68 Minuten. Keeper Sander, sonst als Aue-Fan in der Kurve, und Annaberg trotz großem Kampf geschlagen. Der FC Erzgebirge glanzlos im Achtelfinale.